Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und ich habe ein bisschen bei Flaconi geshoppt. Ich hatte irgendwie Lust dazu und es haben mich einige Produkte schon sehr angesprochen und es gab, glaube ich, noch Rabatt. Und deswegen habe ich mir ein paar Sachen gegönnt. Und was genau, das seht ihr jetzt im Video. Starten wir mal mit dem Produkt, was ihr auch schon im Thumbnail gesehen habt. Und zwar ist es diese Kerze hier. Das ist die Grey Kerze von Kringle Candle. Und ja, die wollte ich schon ewig haben, weil ich habe dieses kleine Daylight gehabt und der Duft ist so toll. Es ist so ein schöner, frischer Duft. Mag ich richtig, richtig gerne. Und hier steht jetzt nicht drauf, welche Duftnoten hier drin sind. Ich schreibe es euch hier einfach mal mit rein. Und ja, aber es ist ein wirklich toller Duft. Also richtig schön frisch und einfach ein schöner Duft. Also muss ich echt sagen, also der gefällt mir richtig gut. Ja, dann habe ich mir fürs Auto wieder ein Car Char geholt von Yankee Candle. Und zwar ist es das Seaside Woods. Das sieht so aus. Das riecht auch richtig gut. Also man hat hier so eine Duftprobe. Riecht wirklich richtig toll und kommt auf jeden Fall wieder ins Auto. Ja, dann habe ich hier so zwei Proben bekommen. Einmal von Gucci Bloom. Den kenne ich noch gar nicht. Den probieren wir jetzt einfach mal aus, weil ich trage noch gar kein Parfüm. Oh ja, wirklich blumiger Duft. Da weiß ich immer nicht, ob ich davon nicht Kopfschmerzen kriege. Aber riecht gut. Also ein schöner Duft, aber bei blumigen Düften habe ich leider oft das Problem, dass ich danach Kopfschmerzen bekomme. Aber ein schöner Duft. Und von Biotherm ein Blue Therapy. Was ist das eigentlich? Also hier steht was in Französisch drauf. Ah, hier. Tägliches Lifting-Konzentrat. 28 Tage in die Aging-Kur morgens und abends. Ja, also so ein Lifting-Konzentrat kann man einmal verwenden und dann ja, soll man wahrscheinlich schon was feststellen, was man ja meistens eher nicht tut. Ja, dann bleiben wir bei Parfüm und da habe ich mir mein Lieblingsparfüm wieder nachbestellt. Und zwar ist es von Guerlain, das Le Petit Robe Noir. Das ist dieses hier. Und ich liebe diesen Duft. Also der Flakon sieht hier so aus. Sehr, sehr schön, gefällt mir richtig gut. Und es ist einfach so ein schöner Duft. Also wenn der Black Opium vom Yves Saint Laurent kennt, also in die Richtung geht es so ein bisschen, würde ich sagen. Ja, also ein sehr, sehr schöner Duft. Und auch hier schreibe ich euch mal die Duftnuancen mit rein. Ja, dann habe ich mir bestellt hier von Essence diese neuen Nagellacke aus dieser Limited Edition allerdings. Und hier steht auch extra dabei Quick Dry Gel. Und ich habe jetzt schon die beiden Farben von X-Later ausprobiert. Jetzt gerade trage ich den, wie heißt der? 040 First Love von X-Later. Und der sieht so aus. Richtig schön. Und die trocknen wirklich richtig schnell. Also dieses Quick Dry, das stimmt wirklich. Also die trocknen im Vergleich zu den alten Essence-Lacken richtig schön schnell. Und da werde ich mir auf jeden Fall noch den einen oder anderen aus der normalen Theke mal zulegen, um die auch zu testen, ob die genauso gut sind wie aus der Limited Edition. Weil in der Vergangenheit war es auch oft so, dass die Lacke aus der Limited Edition wirklich besser waren als die aus dem Standardsortiment. Also ist mein Empfinden gewesen. Ja, dann kommen wir zum nächsten Stück und das ist hier von Catrice die Orchid Dusk Eyeshadow Palette. Und das, was ich auf den Augen trage, habe ich mit dieser Palette geschminkt. Und es wird dazu auch noch ein Video online kommen, eine First Impression. Und ja, also es ist wirklich eine richtig, richtig schöne Palette. Gefällt mir richtig gut und macht sich auch gut auf den Augen. Aber wie gesagt, First Impression folgt. Ich habe das Video gerade abgedreht. Noch ein neues Produkt von Catrice, was ich auch schon im Gesicht trage, ist hier von Romantic Gardens, also die Romantic Gardens von Catrice, eine Face-Palette. Und das sieht hier so aus. Ja, das sieht hier so aus, also richtig schön hier der Bronzerton. Dann hat man hier drei Blushes, zwei Highlighter und wirklich richtig schön, gefällt mir echt gut. Ja, dann durfte noch eine Foundation mit. Und zwar hier von Yves Saint Laurent, die Touche Éclat Littin
Foundation in der Farbe B10 Porzellan. Und das kommt hier so daher. Mit einem Pumpspender. Was natürlich praktisch ist, wenn es schon dabei ist, weil es gibt ja auch Foundations, wo noch kein Pumpspender dabei ist. Ja, von Catrice habe ich mir noch ein Produkt mitbestellt. Das kommt aber allerdings aus einer Limited Edition, und zwar die Lash Boom Bang Limited Edition. Und zwar ist es einfach hier ein Wimpernkleber, der durchsichtig trocknen soll. Den habe ich allerdings noch nicht ausprobiert. Und von Catrice nochmal, ich glaube, der ist auch neu. It's Easy Black Liner. Der sieht so aus. Hat hier so eine Filzstiftform wieder und ja, bin ich echt mal gespannt, wie der so ist. Ja, dann durften noch drei Lippenstifte mit und einen davon trage ich auch schon. Und zwar ist es dieser hier. Das ist aus dieser Made for All Edition von Maybelline, der Ruby for Me 385. Und der sieht hier so aus, richtig, richtig schön. Ich swatche euch den auch mal. So sieht die Farbe aus. Noch ein weiterer aus dieser Edition durfte mit, und zwar der 388 Plump for Me. Auch den swatche ich euch mal. Sieht so aus. Und was noch mit durfte, ist von Catrice der Power Plumping Gel Lipstick in der Farbe 100 Game Changer. Der kommt hier so daher. Sieht auch richtig hübsch aus optisch. Und so sieht der Lippenstift aus. Und der hat halt so eine Gel-Textur, die so ein bisschen schier ist. Was mir auch sehr gut gefällt. Also ich finde alle drei Farben richtig, richtig schön. Und ist mal was anderes in meiner Sammlung als Nude und ja, so Rosé-Töne, sag ich mal. Ja, und da ich über einen Bestellwert drüber gekommen bin, gab es etwas gratis. Und zwar ist es diese Tasche hier. Die ist von Yves Saint Laurent, habe ich gesehen, genau. Und die ist gefüllt mit Produkten, mit drei Stück. Da haben wir einmal drin von Marbert Man. Okay. Das ist dann praktisch für den Mann oder was? Weiß jetzt gerne. Auf jeden Fall hier so ein Energizing Moisturizing Fluid. Dann haben wir hier drin das Produkt hier. Und zwar ist das von Lancaster ein Produkt. Und zwar ein Pinsel. Und der ist hier auch schön schmal gebunden. Also, der ist richtig weich. Und ich kann mir den gut für zum Beispiel Bronze- oder Konturprodukt hier vorstellen. Also, gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir noch ein Produkt hier drin. Und das ist hier von Marc Jacobs Daisy Love. Sieht so aus. Und das ist dieser kleine Flakon hier. Richtig schön. Schaut euch das mal an. Also, so Mini-Parfüms sind ja wirklich schon sehr, sehr schön, aber kriegt man wirklich sehr selten mittlerweile. Und das ist auch ein schöner Duft, auch wieder ein blumiger Duft. Da, wie gesagt, muss ich einfach ausprobieren, ob ich Kopfschmerzen davon bekomme oder nicht. Ich habe leider das Problem, dass ich bei blumigen Düften öfters mal Kopfschmerzen kriege. Und ja, aber der Flakon ist einfach nur mega süß, oder? Ja, gefällt mir richtig gut. Ja, ihr Lieben, das waren dann auch schon alle Produkte, die ich bei Flaconi geshoppt habe. Es ist wirklich einiges gewesen. Und ja, ich bin aber sehr happy mit meiner Bestellung und freue mich schon auf die Kerze zum Anzünden. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das doch mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Dann seid ihr auch beim nächsten Video mit dabei, denn als nächstes kommt ein Douglas Haul. Da habe ich auch einiges eingekauft. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!